So, jetzt dazu, wie finden wir grafisch die optimale Entscheidung? Sie ändern sich. Das, was hier so als konkave Funktion gezeichnet ist und die Fläche da drin, die gepunktet ist, das ist quasi, also das hier, das ist quasi die Menge der zulässigen Konsumpläne. Das heißt, dieser Punkt hier stellt eine Kombination von C1 und C2 dar, die zulässig ist. Die ist technologisch machbar im Rahmen unserer jetzigen Entscheidung. Genauso wie diese Kombination und diese Kombination. Und wenn Sie sich zurückerinnern an die effizienten Entscheidungen, dann hatten wir ja gesagt, dass alle Kombinationen, die genau auf dem Rand der zulässigen Pläne liegen, effizient sind, weil dort nichts verschwendet wird. Ne? Alle Punkte, die innerhalb liegen, sind zwar zulässig, aber da verschwenden wir was, weil da könnten wir entweder von C1 oder C2 ein bisschen mehr rausholen. Und deswegen sind die Pläne, die auf dem Rand liegen, eben effizient. Und das Problem war ja, dadurch, dass es hier stetig gezeichnet ist, haben wir unendlich viele effiziente Pläne und wir wissen nicht, was denn der optimale Plan ist, für den wir uns ja entscheiden sollen. Denn, vielleicht habe ich das nicht genug betont bis jetzt, es geht ja darum, dass wir eine Entscheidung treffen in der Entscheidungstheorie. Wir sollen ja irgendwie eine rationale Entscheidung treffen und das heißt, man legt sich auf einen Plan fest. Und wenn wir unendlich viele Effiziente haben, dann können wir uns ja erstmal nicht per se festlegen und deswegen brauchen wir noch ein extra Entscheidungskriterium und hier sind das eben die individuellen Präferenzen. So, das ist jetzt so, wir haben hier beispielhaft drei Indifferenzkurven für die gleiche Nutzenfunktion eingezeichnet. Also, wir gehen davon aus, wir haben irgendeine Nutzenfunktion, die halt eine Funktion ist in Abhängigkeit von C1 und C2. Ne? Also unser Nutzen hängt davon ab, wie viel wir an C1, konsumieren und wie viel wir an C2 konsumieren. In der Regel hängt der Nutzen positiv von beiden ab, jeweils. Und wenn das so ist, dann ergeben sich hier diese konvexen Funktionen. Und wenn wir das jetzt hier quasi umstellen, sodass wir es in ein C2-C1-Diagramm zeichnen können, dann ist das eben sowas hier. Ist quasi irgendwie so irgendwas mit, das beinhaltet dann die Umkehrfunktion und C1. Ne? Also, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber wir müssen das halt invertieren, also die Umkehrfunktion bilden. Und der Punkt ist, dann können wir es hier einzeichnen. Und dann haben wir eben ein Kriterium, wie wir hier die optimale Lösung finden. Und das Wichtige ist, wir halten den Nutzen konstant, damit es nur noch ein Parameter ist, denn sonst hätten wir ja quasi eine abhängige Variable, die von zwei Sachen abhängt und das können wir hier zweidimensional nicht mehr darstellen. Deswegen halten wir den Nutzen konstant und variieren nur noch C1 und dann können wir das hier einzeichnen. Und dadurch, dass wir es aber konstant halten, entstehen hier diese Indifferenzkurven, die jeweils für ein bestimmtes Nutzenniveau stehen. Okay, also U3, das sind diese konvexe Funktion hier, gibt uns alle Kombinationen von C1 und C2 an. Also zum Beispiel so viel C1 und so viel C2, die genau zu dem konstanten Nutzen U quer 3 führen. Und diese Kombination von C1 und C2 führt genau zu dem gleichen Nutzen. Okay? Deswegen ist es eine Indifferenzkurve, denn indifferent heißt ja, es ist einem egal, ob man sich für das eine oder das andere entscheidet. So, jetzt mache ich das nochmal weg, damit hier ein bisschen mehr Überblick ist. Und ja, für jedes Nutzenniveau können wir so eine Indifferenzkurve zeichnen. Das heißt, potenziell gibt es unendlich viele von denen. Wir haben hier beispielhaft Nummer 3 rausgenommen, eine, die mittendurch die Menge der zulässigen Konsumpläne geht, eine, die den Rand der Konsumpläne gerade tangiert, in genau einem Punkt hier, und eine, die außerhalb der zulässigen Konsumpläne verläuft. Und, Sie können sich wahrscheinlich schon denken, der optimale Konsumplan C-Stern, das Stern habe ich jetzt hier verdeckt, ergibt sich eben als genau der Tangentialpunkt zwischen dem Rand der zulässigen Pläne und der Indifferenzkurve, denn
Das ist das maximale Nutzenniveau, das wir rausholen können, wenn wir gerade noch einen zulässigen Konsumplan auswählen. Und dieser Plan hier, der sich hier an einem Tangentialpunkt ergibt, also so viel C1 und so viel C2, ist gerade noch zulässig, weil er auf dem Rand der zulässigen Konsumpläne liegt. Also können wir ihn umsetzen. Und er bietet uns ein Nutzenniveau U2 quer. Und mehr können wir hier bei dieser Entscheidung nicht rausholen, so wie die Nutzenfunktionen definiert sind. Wir wollen gerne ein höheres Nutzenniveau haben, U1 quer. Also höhere Indifferenzkurven stehen immer für höheren Nutzen. Aber diese Indifferenzkurve hier ist nicht erreichbar für uns, weil sie komplett außerhalb des Randes der zulässigen Pläne liegt. Und Indifferenzkurven, die hier quer durchgehen durch die Menge der zulässigen Pläne, sind halt erstens erlauben sie uns keine eindeutige Lösung, weil wir hier zwei Schnittpunkte haben mit dem Rand der zulässigen Pläne. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, für was wir uns entscheiden sollen. Und zweitens könnten wir ein höheres Nutzenniveau erreichen, indem wir genau zum Rand wandern mit der Indifferenzkurve. Dann hätten wir nämlich ein höheres Nutzenniveau. Und deswegen, so wie das hier gezeichnet ist, wenn wir eben einen konkaven Rand haben der zulässigen Konsumpläne und eine konvexe Indifferenzkurve, was unter normalen Bedingungen auch Sinn macht, dann ergibt sich die Lösung, die optimale Lösung als Tangentialpunkt. Und wenn wir das hier grafisch lösen wollen, ergibt sich das oft als Tangentialpunkt. Und ja, so gehen wir in der Regel vor, eine optimale Lösung grafisch zu finden.